Ja, damit das funktioniert und sich da endlich etwas ändert, brauchen wir eine Kooperation von Politik und Justiz. Und jetzt hat die Politik ja die Verantwortung auf die Gerichte geschoben und am 28.03., ihr wisst es wahrscheinlich alle, hat das Oberverwaltungsgericht in Münster ja beschlossen, dass Lützerath weiter abgebaggert werden darf und stützt sich dabei auf ein altes Bergrecht, dessen Paragraphen zum Teil sogar noch aus der Nazi-Zeit stammen. Und das fasst Gerd Schinkel als eine Klimakriegserklärung auf. Ich bin eben darauf hingewiesen worden. Das geht mir jetzt noch gerade so durch den Kopf durch, das kriege ich so schnell nicht wieder raus. Aber wenn ihr da guckt, die RWE-Fahnen, dazwischen hängt eine ukrainische Fahne. Verlogener geht's nicht. Holt sich fossile Energiequellen bei den russischen Aggressoren sozusagen und hängt dann die Fahne dessen auf, der da bekriegt wird. Das kriegt man nicht in den Kopf, ne? Also irgendwie. Die Münsteraner Richter erklären den Klimakrieg und NRWE hält dies auch noch für einen Sieg. Sie haben sich geschnitten, wenn sie jetzt triumphieren. Sie werden hier auf lange Sicht grandios verlieren. Der Todesstoß für Lützerath, der trifft das Recht ins Mark. Ihr macht uns im Widerstand auf eure Weise stark. Uns geht es nicht um Äcker, uns geht's nicht ums Prinzip. Ihr weckt, geht es ums Dasein, unseren Überlebenstrieb. Wir sehen uns auf der Straße, wir stellen uns in den Weg, dass euch Profitinteressen vorgehen. Hier ist der Beleg. Wollt ihr mehr Klimatote durch Waldbrand, Sturm und Flut, durch Eises, Kälte, Hunger, Trockenheit und Sonnenglut? Windschatten von Putins Krieg macht ihr das Recht zur Farce. Glaubt ihr, er stellt uns vor Tatsachen, behauptet nun, das war's. Dagegen sei, verkündet ihr, der Rechtsweg ausgeschöpft. Ihr habt mit eurem Urteilsspruch gerechtes Recht geköpft. Was ist für euch Gemeinwohl, gestützt auf Nazirecht? Mit Bergrecht aus der braunen Zeit, ihr Menschenrechte brecht. Deckt sich euer Gemeinwohl mit Konzernrecht auf Profit? Wird Zeit, dass man Konzernen das Selbstbedienungsrecht entzieht. Wir sehen uns auf der Straße, wir stellen uns in den Weg, dass euch Profitinteressen vorgehen, hier ist der Beleg. Wollt ihr mehr Klimatote durch Waldbrand, Sturm und Flut, durch Eises, Kälte, Hunger, Trockenheit und Sonnenglut? Was war eure Abwägung? Was hat Priorität? Mit Energieverschwendung Zukunft aus dem Blick gerät. So heizt ihr die Erderwärmung bis zum Kollaps auf und nehmt die Unbewohnbarkeit der Erde so in Kauf. Für wen wollt ihr in Gluthitze Versorgungssicherheit? Wem nützt der Strom, bleibt uns dann kaum noch Überlebenszeit? Ihr glaubt nicht den Experten, die uns früh genug gewarnt. Habt euch als Marionetten der Industrie enttarnt. Wir sehen uns auf der Straße, wir stellen uns in den Weg, dass euch Profitinteressen vorgehen, hier ist der Beleg. Wollt ihr mehr Klimatote durch Waldbrand, Sturm und Flut, durch Eises, Kälte, Hunger, Trockenheit und Sonnenglut?
das wollt ihr nun nicht hören und reagiert empört. Habt an den Erderhitzungsopfern euch wohl nicht gestört. Führt euren Krieg erbarmungslos, seht euch in keiner Schuld. Erwartet nun von uns nicht auch noch Nachsicht und Geduld. Schickt ihr nun eure Bagger, Wasserwerfer, Polizei. Geht die Gewalt von euch aus, das ist Kohletyrannei. Wie viele wollt ihr einsperren, wie viele drangsalieren? Ihr könnt nur eure Enkel in diesem Klimakrieg verlieren. Wir sehen uns auf der Straße, wir stellen uns in den Weg, dass euch Profitinteresse vorgeht, hier ist der Beleg. Wollt ihr mehr Klimatote durch Waldbrand, Sturm und Flut, durch Eises, Kälte, Hunger, Trockenheit und Sonnenglut?